Hallihallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Virginia. Wir sind auf der Suche nach dem Anhänger von Maria von dem Baum da oben runtergekracht und wie durch ein Wunder, ja, ich weiß auch nicht, wir können uns noch relativ flott bewegen. Alter. Alles klar, wir träumen immer noch. Wir träumen noch. Deshalb haben wir das wahrscheinlich auch überlebt, ne? Deshalb haben wir das auch überlebt. Alles klar. Das ist jetzt aber nicht im Zoo irgendwie so ein Tigergehege oder sowas. Ich hoffe nicht. Oh ja. Oh man, ich glaube, das ist ein Tigergehege. Das macht mich ein bisschen nervös hier. Oh! Das wird der Anhänger sein. Ich frage mich aber, wie der da hingekommen ist. Wie ist der da hingekommen? Und warum sind hier, ist hier schon so ein plattgetrampelter Pfad? Da ist er. Aber warum? Warum liegt er hier? Okay, haben wir das doch nicht ge... Was ist hier los? Komm, mach auf. Wollen wir noch mal gucken, wer da drin steckt. Wahrscheinlich ihre Mutter, ne? Komm. Tochter? Nein, guck mal, wenn wir jetzt mit Maria... Schwester, ihrem... Ach, ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Falls ich es dann doch irgendwie verstehen sollte. Alter. Wo sind wir? Ein Hotel. Alles klar. Warum ist die Musik gerade so aufgeschreckt? Aufgescheucht? So, wir müssen wahrscheinlich hier hin. Hier wohnt Jay Ortega. Hallo? Hallo? Ach ja, wir haben ja den kleinen. Ah ne, haben wir nicht. Oh, wolltest du das wieder haben? So, guck mal. Jetzt aber. Nicht so, wir sind vom FBI, wir dürfen das. Glaube ich. Hey, wir haben. Achso. Aha. Okay. Moment. Warum machen wir das? Warum? Oh. Oh, cool. Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Wir wollen anscheinend oben in das Zimmer. Was auch immer da drin ist. Was auch immer da drin. Wo hat sie eigentlich geschlafen? Also wir haben hier geschlafen, aber sie? Wo hat sie geschlafen? Ja, es wird anscheinend immer noch zu sein. Jetzt werden wir von hinten erschlagen. Nee. Was? Doppelagentin? Vielleicht? Nee, was? Ist das ist doch. Ist das nicht unser Chef? FBI. Aha. Jetzt werden wir doch garantiert erwischt. Wir wollen das einpacken, jetzt werden wir niedergeknüppelt. Wir wissen zu viel. Viel zu viel. Nee, doch nicht. Okay.
Was aber? Jetzt wissen wir auch, warum. Jetzt wissen wir auch, warum unser Chef uns auf sie angesetzt hat. Ich schätze, er ist korrupt oder so und will wissen, wie viel sie weiß. Hallo? Hallo? Oh nein. Oh. Ja, dein Finger ist irgendwie krumm. Also. Fahr nach Hause, James. Fahr mich nach Hause. Warum lag der Anhänger da unten? Ich verstehe es einfach nicht. Ist das immer noch ein Traum? War das ein Traum? Ich. Haben wir vielleicht Drogen genommen? Irgendwas? Irgendwas, damit ich verstehe, was hier los ist. Oh. Observatorium? Ich glaube, es ist Observatorium. Oder Pilzhausen, aber Schlumpfhausen. Ach nee, der Wasserturm. Ah, der Wasserturm. Hey Schnucki, ich habe deinen Anhänger leider vergessen. Der liegt in der Tasche im Taxi. Oh, komm schon. Ich war in deinem Zimmer. Ich weiß es. Bleib hier. Jetzt nimm das Kackding. Achso. Oh nein, ist das einer von unseren Fingern? Moment. War sie in unserer Wohnung? Was? Warum? Alles klar. Also nichts ist klar. Wie letzter Tag. Was? Haben wir gekündigt? Oh Gott, ja, lass mich erstmal aufstehen. Oh, erstmal aufs Klo. Uiuiui. Ja, nee, Klo machen wir doch später lieber. Naja. Komme. Ja. Ich schwör's dir, wenn es nicht um Leben und Tod geht, dann. Hä? Warum ist der Fahrer dabei? Was? Und du kleine Wichsfresse, du. Hat er gerade gelacht? Alles klar. Sie hat ihn erwischt und er wollte sie fertig machen. Alles klar. Ein richtiger Huren. Ja, du hattest recht, ich hatte Unrecht, mein Gott. Muss ich jetzt im Gefängnis leben? Hallo?
Ich weiß, es geht hier wirklich hauptsächlich nur um die Story, aber ich finde es ein bisschen schade, dass das Spiel einem so viele Einschränkungen gibt und so viele Entscheidungen abnimmt. Trotzdem ist es ein cooles Spiel. Also der Stil, ne, der Grafikstil, dass hier niemand redet, das finde ich auch eigentlich ganz cool. Hey! Officer Bobo! DJ Bobo! Lass mich hier raus! Deine Mutter hat drei Beine! Hä? Warum? Wie jetzt? Was? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Schlafen wir? Schlafen wir gerade? Ich bin gerade. Ich. Hä? Oh, sind wir jetzt im inneren Dienst? Ah! Alibaba, moin. Moin, moin. Klopfen an der Vordertür, Vordertür, vor der Tür. Oh, wir haben. Oh! Wir haben es geschafft, wir sind eingezogen. Gut, dann wohnen wir hier jetzt auch. Tja, verstehe ich nicht. Warum habe ich das alles jetzt falsch verstanden? Habe ich das alles falsch verstanden? Alle Pokerface. Hier erstmal einen Suppeln. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Wow. Okay, wir sind wieder bei der Arbeit, aber es macht mich fertig, ich verstehe es nicht. Warum waren wir jetzt auch im. Was? Also. Das gibt es nicht. Warum müssen wir immer gegen Interne ermitteln und warum immer gegen Freunde? Senior Special Agent. Okay, wir arbeiten uns langsam hoch. Auch wenn wir dabei unsere Freunde verraten. Ach, komm schon. Werden unsere Haare immer grauer? Du. Warum machen wir das? Warum begehen wir so ein Verrat in der Freundschaft? Was ist denn ein SAAC? ASAC, so. Deputy Assistance Director. Ich glaube, wir sehen gar nicht mal so gut aus. Das macht uns, glaube ich, ein bisschen fertig. Gott, haben wir jetzt einfach auf alles geschissen und einfach wegen unserem Job jeden fertig gemacht, den wir jemals an uns herangelassen haben. Ja, komm hier hin. Shelly. Du siehst aus wie eine Shelly. Shelly Birmingham. Ah, der hat uns damals eingelocht. Sind die echt alle korrupt?
und der gleiche Scheiß geht wieder los. Was ist das? Zensiert? Ach so, ungelöst. Oh, verdammt. Wir haben sie ja vor ein paar Jahren. Oder hat der Direktor damals zu uns gesagt, wenn wir uns umentscheiden, kommen wir aus der Zelle wieder raus? Oder war das gerade alles nur ein Gedankenspiel von ihr? Wie es hätte sein können? War es, ja? Wir sind immer noch in der Zelle. Alles klar, es war. Och, hab mich schon erschrocken. Gott. Und jetzt? Na, Spiegel gucken, wie immer. Was hat es damit auf sich? Okay, die eigentliche Frage ist. Lösen wir diesen. Was? Lösen wir diesen vermissten Fall noch? Was zur Hölle? Was? Pater? Hallo? 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 Alles klar. Wir sind schon längst Chef, nehmen den ganzen Tag Drogen, um den Druck standzuhalten. Kranker Scheiß. Oh Mann. Okay. Warte mal, konnte man da? Was zur Hölle? Och, Leute, was ist hier los? Gott. Ah, ich sehe schon. Rave Party. Ah. Warte mal, der hat ja auf seiner Zeichnung auch Aliens, ne? Der hat auf seiner Zeichnung Aliens. Der wurde jetzt aber nicht von Aliens entführt, oder? Das fände ich jetzt ein bisschen stumpf. Ein bisschen, ne? Also. Sieh mal einer an. Dahinter geht's weiter. Sieh mal einer an. Ja. So ist es. So ist das hier. Okay. Oh, Leute. Alter Vater. So. Was passiert hier? Hallo. Okay, wir sind jetzt schon über eine Minute am Laufen. Sind wir gleich da? Ja, das sieht doch nach einem Ende der aus. Warum bewegt sich das alles? Ja, die Jungfrau Maria, alles klar. Wir haben auf jeden Fall irgendwas eingeschmissen. Vielleicht war ja was in dem Kaffee, den sie uns bei der Observation gegeben hat. Vielleicht, also, ne, es ist nur. Sind wir das? Das sind wir. Okay. Okay.
Und runter da. Los. Meine. Was ist hinter der Tür? So, ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das Spiel noch geht. Wir haben jetzt die 20 Minuten wieder rum. Ich werde das jetzt einfach alles in einem aufnehmen und je nachdem, wie lange es noch geht, da zwei Folgen rausmachen. Dementsprechend auch ohne Begrüßung und Verabschiedung. Also ihr wisst Bescheid, ne? Und unser Schlafzimmer. Hallo? Hallo? Was zur Hölle?